Hallöchen, Pupillchen YouTube! Schön, dass ihr auch da seid! Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen My Time at Sandrock. Heute im Game Pass angekommen. Könnt ihr also, wenn ihr den Game Pass das erste Mal holt, für 1 Euro spielen im Monat. 1 Euro. Einen. Ja? Danach kostet, glaube ich, 12 Euro oder so. Keine Ahnung. Alter. Billiger kommst du nicht an supergeile Spiele. Und ich habe richtig Bock auf ein geiles Spiel, Farming Game, whatever. Und man kennt ja My Time at Portia, wenn du es nicht kennst, auch im Game Pass. Lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Und kannst auch online mit Freunden spielen. Ich starte jetzt einfach mal. Erstelle deine Rolle. Ah ja, okay. Also man kann erstmal Geschlecht ändern, männlich, weiblich. Und Stimme. Oh, ich finde den sehr männlichen gut. Hi. Naja, das finde ich okay. Aussehen, Haut, Alter, so viel kann man einstellen. Sekundärhautfarbe. Was ist denn Sekundärhautfarbe? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Und was ist Hautfarbe? Hä? Das ergibt keinen Sinn, aber ist okay. Bestätigen. Gesichtsform. Können wir ruhig so ein Moppelchen nehmen. Ich bin ja ein bisschen dicker, ne? Also so fett bin ich jetzt auch nicht gefühlt. Und so eine Schweinenase habe ich auch nicht. Hatte der gerade schon da eine? Nee. Eieiei. Also dick bin ich nicht. Nö, dann nehme ich so ein... Ne? Ach, guck mal, man kann es ein bisschen runder machen. Mann, ey. Ich muss nochmal einen leckeren Schluck Kakao trinken. Ja, Prost. Haare. Da gibt's viel. Da kann man viel machen. Ja, auch direkt weibliche Haare bei. Pony und so. Also man kann tatsächlich einfach auch alles machen, ne? Wenn man so einen Kerl mit so langen Haaren haben möchte, dann kann man das machen. Voll okay. Ich nehme die hier. Nee, die hier. Hä? Ach so, das geht zusätzlich auch noch. Oh, krass. Okay. Oha. Das kannst du einfach doppelt machen. Das ist ja geil. Finde ich gut. Nehme ich die? Nee, dann finde ich die besser. Das passt ein bisschen mehr. Pony? Pony. Haarfarbe. So. Scheiß Post, ey. So. Haarfarbe. Ah ja, okay. Also natürliche Haarfarben haben die nicht wirklich, ne? Jetzt einfach so ein Blond, so ein richtiger Straßenköter-Blond. Wird schwer, ne? So ein bisschen selber machen. Ich nehme das. Hervorgehobene Haarfarbe. Was ist denn das jetzt, Albia? Ach, guck mal, die leuchten dann so komisch. Ja, möchte ich so ein blaues Leuchten in meinen Haaren haben. Bestätigen. Haarlänge. Oha, das geht auch noch. Augen. Oh, Sternchenaugen. Fehlt mir Sharingan. Ja, aber so ist okay, denke ich. Augenfarbe. Blau. Boah, geil, Alter. Guck mal, wie krass gut die aussehen. Mal geschlossen, Alter. Voll Alien. Was kann man machen? Augenabstand und so. Du kannst ja alles einstellen, Alter. Wie freaky. Die Nase finde ich aber nicht schön. So ein bisschen. Guck mal hier die Nase, warte. Nasenlänge? Naja, okay. Also ihr seht, man kann richtig viel einstellen. Mhm. Gesichtstattoo. Oh, Naruto! Krillin gibt's nicht.
Aber, es gibt ja ein paar coole Sachen hier, ne? Harry Potter haben sie. Sieht man leider jetzt nicht. So wie bei Harry Potter auch, ne? Hinter den Haaren versteckt. Okay, komm, ich nehme hier so ein... Ich nehme hier so ein bisschen narbenmäßig was. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ah, die nehme ich. Die ist gut. Die sieht männlich aus. Lidschatten, Gesichtsröte, Lippenstift. Nein, da bin ich raus. So, dann können wir noch einstellen den Namen. Das kannst du ja nicht viel machen. Mein Geburtstag. Ich habe im September. Am 11. September habe ich Geburtstag. Das passt. Mein Porträt. Da passt ja nichts zu. Nimm ich das Schwein. Nee, das. Das passt zu mir. Geil. Auf geht's. Hier kannst du deinen Charakter löschen. Hab ich noch gerade erst erstellt. Aus dem Dorf wegziehen. Wenn du den Server wechseln willst, musst du deinen Charakter zuerst löschen. Schnellchat. Mhm. Also es ist direkt auch alles online. Ja. 1000 Fenster geöffnet jetzt, Alter. Mach dich vom Acker. Verbinde ein Dorf. Nee, ich möchte eins gründen. Wähle das Charaktersymbol, um die Freundesliste zu öffnen. Du kannst deine Freunde einladen. Ich möchte jetzt niemanden einladen. Ich spiele alleine. Ich habe keine Freunde. Danke, dass du mich dran erinnerst. Kick. Again for Sandrock. It's dangerous out here. Not too far away from your destination. Almost there. You be careful now. My time at Sandrock Online. Ah, you must be the newbie that the mayor recruited to come here and build a better town. Or something. Isn't it? I'm President Yan, but you can call me... Actually, President Yan will do. Don't want you getting too big for your boots now, do we? Okay. Wir machen so. Warte, erstmal wieder einblenden. Wir machen so. Ich lese das nicht vor. Ihr könnt das vielleicht ja verstehen. Die meisten von euch sind ja gebildet. Keine Ahnung. ich werde am Ende sagen, was er gesagt hat. Also es ist Präsident Jan und wir können ihn einfach Präsident Jan nennen. Und ja. Anyway, what took you so long? You're late for your onboarding. So I think I might have to dock that from your pay. Warum haben wir so lange gebraucht, ne? Er wird mir das vom Lohn abziehen. Alright, follow me. I'll take you to your brand new co-op workshop. Oh, wir gehen jetzt mal eine Co-op-Werkstatt anschauen. My Time at Portia ist übrigens auch so, grafisch nicht so schön, aber nicht online, wohlgemerkt, ne? Komm ja schon. Hey, you're the builder, right? I'm Yan. I'm a new builder here as well. I got here a little while ago. I heard the commissioner, or I mean the president, say a new builder is coming. If there's anything...
Ah, okay. Das ist Mian und sie ist auch neue Handwerkerin. Und wenn es irgendwas gibt. Yes, yes, Mian. Help, unterbrochen. Friendship, love and joy, yada, yada. Bla bla bla, okay. Freundschaft, Liebe und Freude, bla bla bla. Now, back to business. This is the co-op workshop I was talking about earlier. Ignore the hippie name. That's a remnant from the previous commissioner. All affairs will be handled together with other builders, and you share all your goals too. Okay. What? You thought I was gonna pay all of you? Also, das ist die Koop-Werkstatt, so schimpft sich das Ding. Der Name, der hier dran steht, den weiß ich, sehe ich nicht, keine Ahnung. Der gehört irgendeinem Hippie, der hier vorher gearbeitet hat. Und ja, man kann die Aufgaben hier mit anderen Handwerkern gemeinsam erledigen. Und wir teilen uns auch die Goals, Ziele vielleicht. Und er wird uns ja nicht alle bezahlen, ne? Mian, wohnst du auch hier? Well, Mian got here on time. So she got the good, I mean, personal workshop. Oho, sie hat eine ganz private Werkstatt bekommen. Don't worry, I'll still be here to help whenever you... Aber sie hilft mir, wann immer sie kann. Well, anyway, look here. Here's the home assessment board. Das Heimbeurteilungsbrett ist da. That's where you can see how you can make your workshop better. Da kann man die Werkstatt besser machen. Nice little number there will go up. Und da drüber ist eine Zahl oder da ist irgendwo eine Zahl, die geht dann hoch. And that, my dear subordinate, is the joy of work. Das ist die Freude der Arbeit. Well, better get to work, eh? Build yourself a couple of tools and you can go out there and make me some money. Wir sollen uns Werkzeug machen, dann können wir rausgehen und Geld für ihn verdienen. Ist wie im echten Leben, super. Freue ich mich. Habe ich mir eine Auszeit von meinem Leben genommen, weil ich Urlaub habe und jetzt kann ich arbeiten. Super. Anything you want to add? Me, ma, meh, you there. Möchtest du irgendwas hinzufügen? Me, ma, meh, du da. Yeah, we use pickhammers and axes. You can mine rocks with a pickhammer and chop wood with an axe. Oh, you're not allowed to chop down the trees in town, though. Okay, wir dürfen Bäume fällen mit Äxten und Spitzhacke für Steine, aber wir dürfen nicht die Bäume in der Stadt fällen. Also, you might want to build a bed. That'll help you recover better from a day's work. Don't worry though. I made a drying rack you can use to make food in the meantime. And also some rocks. It'll help you get started. Ah ja, also, sie hat einen Trockenständer gebaut, damit man Essen machen kann. Yeah, whatever. You just take her lead. Pick hammer and axe. Get to it and make it snappy. Okay, mach dich an die Arbeit, aber zackig. Mach so wie sie. Nice to meet you. Just let me know if there's anything else you need. Let's do our best out here to make Sandrock a better place. Okay, wir sollen mit ihr zusammenarbeiten. Wenn was ist, sagen wir Bescheid. Wir machen Sandrock zu einem besseren Ort, aber ich glaube nicht mit dem Idioten da. So, jetzt können wir uns umgucken. Das hier ist mein Zuhause, ja? Das kleine Ding. Sieht aus, als würde man das noch größer machen können. Später. Das ist der Trockenständer, da können wir Essen machen. Was haben wir hier? Oh, Steine. Schön. Was haben wir hier? Mit der Filterleiste kannst du Gegenstände leichter sortieren. Diese Leiste zeigt... Ja. Junge, ich krieg das hin. Dankeschön. Sehr nett von dir. Wir brauchen 2 Holz und 4 Steine. Hier haben wir einen Briefkasten. Was ist das? Bestimmt die Verkaufskiste, Lieferkiste. Aha. Erweitern. Korb Glücksstatue bauen. Ah ja. Oh, da ist eine Truhe! Da ist eine Truhe! Ja! Da ist erstmal gegengetreten. Was ist das denn für ein Zeug? Festivalabzeichen. Wir haben Dreck und Holz bekommen und Steine. Okay, wir müssen einfach ein bisschen im Dreck wühlen. Da kriegen wir unser Holz, was wir brauchen. Oh. Oh. Er war jetzt nicht so erfolgreich. Aber wir haben Steine bekommen. Ich brauche Holz. Aha, jetzt kann ich mir auf jeden Fall schon mal eine Hacke bauen.
Pflanzenfasern auch. Bis jetzt läuft gut. Oha! Wie viele Menüs? 6 Holz. Guck mal, jetzt können wir schon mal die Sachen bauen, die wir bauen sollten. Einmal herstellen. Die Farbe steht für die Qualität, das ist mir schon klar. Sehr gut. Hey there. Plaudern, Hund, Katze, Maus spielen. Es gibt 4 Runden in einem Spiel. In einer Runde spielt jeder Spieler eine Karte. Wer die Runde gewinnt, bekommt einen Punkt. Der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, gewinnt. Elefant besiegt Wolf und Katze. Wolf besiegt Katze. Elefant besiegt Wolf und Katze, auch noch. Katze besiegt Maus, Maus besiegt Elefant. Das ist ja wohl frech. Jeder Spieler hat seine eigene Strategie. Achte auf die Art. Okay. Krieg ich hin. Jetzt zeig den Elefanten. Nee, die Maus. Oh, Katze. Elefant. Nochmal Elefant. Nochmal. Wolf. Katze. Elefant. Maus. Okay, doofes Spiel. Was für eine spannende Runde. Lass uns bald wieder spielen. Ja, oder auch nicht. So, okay, was ist das hier für ein Brett? Das müssen wir alles machen, damit wir weiterkommen, ja? Maximalstufe von Werkstatt Land 2. Wie erhöhe ich das denn? Okay. Oh, eins nach dem anderen. Was ist das hier? Das kann man dann dazu kaufen, oder was? Geldbaum pflanzen. Ey. Jetzt reicht's aber. Ich bin Geldbaum. Haben wir irgendwo eine Ausdauerleiste? Ja, da unten. Füllt die sich wieder? Oh ne, es ist so Harvest Moon-like. Füllt sich nicht wieder. Okay. Jetzt sieht es richtig gut aus. Hinter mir versteckt sich übrigens nichts, nur zur Info. Da steht nur Chat und links STRG für Freunde einladen. So, Handelsgilde. Da gucken wir mal rein. Sieht aus, als würdest du schnell verstehen. Alright, I've got something important to tell you. And I don't want to say it twice. Listen carefully. Er will uns was sagen, aber nicht zweimal. Zuhören. See that? That's the commission board. The church has their lights, civil corps has their weapons, us at the Commerce Guild have our commissions. Okay, ich habe gerade überlegt, ich mache einfach den Ton aus und lese es vor, weil ich erkläre alles doppelt. Das ist doch Quatsch. Das ist die Auftragstafel. Die Kirche hat ihr Licht, die Ziviltruppe hat ihre Waffen und wir von der Handelsgilde haben unsere Aufträge. Jeder, der was braucht, stellt das hier rein und wir machen Geld. Aha, je mehr Aufträge wir machen, desto höher wird der Ruf. So we limit the amount of commissions you can take every day. If you upgrade your workshop, you'll okay, be able to je höher die Werkstatt, desto mehr Aufträge. Anymore, and I'd be doing your job for you, and that's not how I operate, newbie. There's a commission up there, even a newbie like you can handle, making a furnace. Why don't you pick it up and make it on your assembly station? Soll einen Ofen bauen. Okay. Holzstock, Steintrog. Dünner Faden, Schleifsäge. Sandkreis, Kartoffeln. Ich glaube, das sind Sachen, die wir anbauen müssen. Okay. Stelle einen Ofen an der Montagestation her.
Wie cool die Stadt aussieht. Hallo Hündchen! Katze! Trinkt erstmal gerade. Ich bin kein Hund, du Idiot! Was ist denn los mit dir? Was mit dir? Du willst auch reiten. Oh. Wurden noch nicht gebaut. Okay, was soll ich tun? Hier, das ist die Montagestation. Soll einen Ofen bauen. Okay, öffne die Bauanleitung, um zu sehen, was du brauchst. Steine, Quarz, Holzstock, Holz zusammensetzen. Steintrog von Arbeitstisch. Steintrog von Arbeitstisch. Okay, einen habe ich. Ich brauche noch zwei. Da war noch ein Auftrag, wo man Holz und Steindruck abgeben muss. Wo penne ich denn, wenn ich pennen muss? Ich penne doch nicht draußen nachts, oder? Alleine. Gefährlich hier draußen. Wo ist mein Bett? Das verbraucht auch irgendwie... Guck mal, Energie jedes Mal ein. Ich will jetzt ein Level up. Und hab einen Wissenspunkt. Also es gefällt mir schon richtig gut. Es ist so ein bisschen unübersichtlich gerade noch, aber ich glaube, das legt sich einfach ganz schnell. Baufälliger Ofen. Guck mal. Einfach direkt einen Steindruck bekommen. Wie nice. Die alten Sachen hier wegkloppen, das bringt ja was. Müllberg. Da hauen wir mal ein bisschen drauf. Da bin ich so viel Zeit. Auf dem Schultern vergrabener Giganten Mission gestartet. Ist das nicht eine Datendisk? Ich sollte mit dem Lokalforscher darüber sprechen. Ist das nicht eine Datendisk? Wo schlafen wir gleich? Wenn wir müde sind. Es wird so dunkel. Dinas. Ich habe Dinas bekommen. Oh, der ist zu stark. Aber den kriegen wir kaputt. Den Flussstein. Aha, da ist Quarz auch rausgekommen. Den brauchen wir auch. Und einen Sandwurm. Der guckt aber böse. Lass mir aus meinen Stein rausholen, oder was? Einfach Level 3. Bing! Ich brauch noch so einen Flussstein hier. Ich brauch noch Quarz. Inventar. Wie viel Quarz habe ich? Was ist das? Tau. Ich habe zwei Quarz. Ich glaube, ich brauche vier. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hey, Burgess. Was geht ab? So, wir kloppen hier alles weg. Ich glaube, jetzt habe ich genug Zeug. Kann ich machen, dass mein Name über meinem Kopf verschwindet? Optionen. Hut anzeigen, Einführung, Minikarte sperren, Kamera wackeln. Ich zeige die LP anderer Spieler. Plattformübergreifende Einstellung. Ich hätte gern nicht den Namen über meinem Schädel. Kriegen wir das hin? Anti-Aliasing. Anti-Aliasing. Ich glaube, TTA ist schon das Beste, was es gibt. Naja, speicher doch. Naja, man sieht leider nicht. Ah ja, okay.
Man sieht leider nicht, oder man kann es irgendwie nicht einstellen. Ich würde gerne nicht meinen Namen sehen die ganze Zeit. Das nervt ein bisschen. So. Steintrog. Holzstücke. Von Arbeitstisch. Holzstock. Arbeitstisch. Holzstock. Brauchen wir... Ach, mach einfach alles, mir egal. Warte, wie viele Tröge haben wir jetzt? Zwei in der Tasche. Ich brauche noch einen. Für die eine Aufgabe, die da war. Habe ich hier jetzt gebaut? Nee. Ah. Okay, sprich mit dir an. Jetzt gucken wir hin. Es ist aber schon spät. Wir haben schon 10:30 im Spiel. Müssen wir nicht auch mal irgendwann schlafen? I was just talking with President Yan about you. I feel like you're so motivated. You could be a star builder anywhere you go. What brought you to Sandrock in the first place? Also sie sagt, ich könnte ein Starbuilder werden, weil ich bin so motiviert und so. Und was hat mich nach Sandrock gebracht? Ich möchte ein legendärer Handwerker wie Peach werden. Ich möchte neue Freunde finden. Ich will der stärkste Mensch in den Freien Städten sein. Ich möchte neue Freunde finden. You've come to the right place. Dann bist du hier genau richtig. Everyone here is so lovely. I feel like you're going to make a whole bunch of friends in no time. Okay, wir werden hier viele Freunde finden. In fact, you've already made your first friend. Und eigentlich hast du schon deinen ersten Freund. Ja, Mian. What are you two yammering about? Give me a month and I'll get all that hopeful determination out of you. Gib mir einen Monat Zeit und ich mach dich fertig. Deal with a bright and optimistic commissioner. So you should consider yourself lucky. Okay, wir sollen uns glücklich schätzen, dass wir hier sein dürfen. Anyway. I know you're confused, newbie. So, here's the situation. Follow my clear and precise instructions, and we'll get you making me money in no time. Ja, wir sollen ihm gehorchen und wir sollen viel Geld machen. So, I'll set you a bunch of goals. Let's call them milestones. They'll prove you've adjusted to life here and can work well. Es gibt Meilensteine. Es gibt zwei Arten von Meilensteinen, private Meilensteine und öffentliche Meilensteine. Hier kannst du die detaillierte Beschreibung sehen. Okay. Umherwanderer. Dafür muss man 15.000 Schritte laufen. Okay. Umweltschützer. Sandstürme bringen Schutt und Müll nach Sandrock. Versucht den Müll aufzuräumen. Da haben wir schon 20, siehst du. 42 sogar schon. Haben wir ein Geschenk für bekommen. Bergmann, Holzfäller, Disc Jockey. Wenn du in den Ruinen gibst, stößt du vielleicht auf Datendesk. Okay. Und das sind... Das sind die Singleplayer-Meilensteine noch. Okay. Und das sind die, die ich als nächstes abschließe. Oh ja, da haben wir auch schon wieder was freigeschaltet. Gold ist Geld, glaube ich. Kann das sein? These milestones naja. Have really helped me focus my goals. What do you think? Also, die Meilensteine helfen sich zu fokussieren, ja? Well, I'd say your break is almost over, newbie. Time to buy some diagrams from the Commerce Guild shop and get back to work. I've got nothing else to teach you now. What? Ich kann mir nichts mehr zeigen. Wir sollen was kaufen. Good luck. Let's work together to really be the best we can. So, wir sollen jetzt hier ein paar Bauanleitungen kaufen. Und zwar für dickes Seil. Also wir haben jetzt 10 Marken und können davon was holen. Okay. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was ich brauche. Wenn ich mir jetzt was kaufe, was ich nicht brauche, bringt mir das nichts, oder? Eins nach dem anderen halt, ne?
Kann ich hier kaufen? Hier ist ja noch eine Kasse. Ach, Kleidung gibt's auch. Oh, okay. Ach, guck mal da unten, warte mal. Guck mal hier. Tschüss. Ist da irgendwas versteckt noch? Ha! Her damit. Okay. Nein, stopp! Ich habe doch noch den einen Auftrag fertig. Warte mal, ich muss noch mal rein. Muss man? Also man muss hier gar nicht schlafen. Ist ein bisschen wie bei Palia. Ach, jetzt will er auf einmal 5 Steintröge. Verarsch mich doch auch. Also man kann schlafen, man muss aber nicht. Vermutlich. Mit dem Forscher sprechen, Einzelbett herstellen. Naja. Der Forscher wird wahrscheinlich da sein irgendwo. Was kann man hier kaufen? Ah ja. Wenn man was braucht, kann man das hier holen. Steinschwert und Schild, nicht gelernt. Für 119, wie viel habe ich denn? Ach, ich habe recht viel. Könnte ich mir eigentlich holen, ne? Steinschwert. Steindolch. Nehmen wir mit Schild oder ohne? Ja, wir nehmen ohne, oder? Tschüss! Da unten kann man wahrscheinlich Kühe kaufen. Hey! Na, ich war... Hilfe! Ich weiß gerade nicht, wie ich zu dem Forscher komme. Machiato, moin. Oh. Lauter. Miau. Interagieren. Streicheln. Oh. Na, reicht dann jetzt auch. Wenn. Jetzt muss ich bestätigen, dass ich wenden will. Mein Gott. Soll ich nicht 3 Stunden streicheln? Reicht ein bisschen Liebe. Her damit. 16 Golds. Ah! Lol. Ich hab mich erschrocken. Ach, jetzt will ich eingecasht werden. Erlaube mir, das zu erklären. Datendisks sind eine Art Speichermedium, das aus mehreren Schichten Polycarbonat besteht. Viele von ihnen enthalten zwar nichts Nützliches, aber einige enthalten Unmengen von Daten darüber, wie die alte Welt ihre Maschinen und Strukturen gebaut hat. Zugegeben, wir sind noch nicht technisch visiert genug, um exakte Nachbildungen dieser Relikte herzustellen, aber mit der Hilfe eines Handwerkers kommen wir dem schon recht nahe. Mit Hilfe von Datendisks kann ich Anleitungen für neue Maschinen erstellen, die du dann bauen kannst. Ja, aber ich glaube, dass diese Information für dich von Nutzen sein wird, oder? Lass es mich anders ausdrücken. Im Forschungszentrum gibt es einen Bauanleitungsforscher. Durch das Studium der auf der Datendisk aufgezeichneten Daten kann er dir helfen, Pläne für alle Maschinen zu erstellen, die du in deiner Werkstatt benötigst. Ist es klar? Komm hierher, wenn du mehr Datendisks hast. Wiederverwerter. 25 Stück brauchen wir. Boah. Ein Ofen, Verarbeiter. Für einen Verarbeiter brauche ich 3, für einen Schleifer 12. Okay, verstehe. Was ist das hier für ein Gerät? Anleitung zur Relikt-Restaurierungsmaschine. Wir gehen uns ja trotzdem erstmal umgucken. Hier sind bestimmt versteckte Schätze. Er geht einfach schlafen. Spaceman. Spaceman. Got a rocket on my back. Spaceman. Oh, raving like a maniac. Wo geht's hier hin? Ach, wieder raus. Okay. So, wir gehen jetzt mal zu unserer Dings zurück. Und fangen mal an, ein bisschen zu malochen. Bei 5 Uhr morgens hier.
war was. Aufräumen? Das kann man aufräumen, einfach so? Oh, ein Scheiß. Also es gibt hier keine zeitliche Begrenzung. Der Dude hat einfach unendlich viel Energie. Ein Brief. Von Mian. Hallo. Sich um die Werkstatt zu kümmern ist ziemlich anstrengend, oder? Haha, mach dir keine Sorgen. Wenn deine Ausdauer zur Neige geht, iss einfach etwas. Zu essen macht oder mach eine Pause. Was? Iss einfach etwas zu essen oder mach eine Pause. Mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ich würde dir den Blue Moon Saloon empfehlen. Der Besitzer Owen ist ein ausgezeichneter Koch. Das Tagesgericht dort ist auf jeden Fall fantastisch. Ich bin vorbeigekommen und habe gesehen, dass du noch nicht einmal ein Bett hast. Das ist nicht gut. Hier sind ein paar Materialien, aus denen du es herstellen kannst. Dankeschön, Mian. Dankeschön. Ich muss ein Bett bauen. Bett bauen, Bett bauen. Trockengestell. Ich kann gar kein Bett bauen. Warte mal. War das jetzt mein Inventar? Ja. Handbuch, Mission, Karate, Charakter. Und neue Klamotten haben wir ja in der Hand. Das ist ganz schön kompliziert mit dem Inventar, wenn ich ehrlich bin. Hä? Ich benötige Stufe 4, um das auszurüsten. Aha. Aha, 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 aha. So. Wir haben einen Ofen gebaut. Dann können wir Ziegelsteine, Kupferbarren und Bronzestangen herstellen. Okay. Sehr cool. Soll ich trotzdem nicht, woher ich ein Bett kriege. Wassertank, interagieren. Hier kannst du die Maschine sehen, die Wasser benötigt. Hier kannst du die verbleibende Wassermenge. Ah, okay, also. Ah, okay, der Ofen braucht so und so viel die Stunde. Frage ist, wie kriege ich hier wieder was rein? Der wird dann größer, da kann man ihn verbessern, okay, verstehe. Und ich habe doch Wasser im Inventar, wie kann ich denn... Kann ich das da rein tun? Scheinbar nicht. Also ich weiß es einfach, ich verstehe es noch nicht. Ein Bett herstellen. Aber woher kriege ich ein Bett? Ach da. Ich brauche noch Fäden. Okay, also wir brauchen noch 2 Fäden und 4 Holzklötze. Ach guck mal, hier kann man, das kann man alles herstellen jetzt. Wir brauchen 12 mal Holz und dünner Faden. Dafür brauchen wir Pflanzenfasern. Okay, das kriege ich hin. Alter, ich hatte hier alles aufgeräumt. Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte hier alles aufgeräumt.
das war alles weg. Jetzt ist ja einfach wieder alles da. Das ist ja eine absolute Frechheit. Auch das Ding. Ja, dann gib mir wenigstens noch mal ein paar Daten. Das kommt auf. Wenn du schon meinst, du musst hier einfach wieder auftauchen. Aus einem anderen Planeten hergebeamt. Da liegt deine. Siehst du? Da ich doch. Genau. Mach mal schön ein paar Level up hier. So, jetzt haben wir ein Schwert. Oha! Ja, Mann! Holz kriegen wir hier auch aus, das ist schon mal gut. Ja, genau. Weil wir brauchen Holz, dann können wir das daraus kloppen. Wir übertreiben mit dem letzten Schlag einfach. Guck mal, Oregano. 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 Natürlich hier ein bisschen rumkloppern. Wir brauchen Holz. Wir haben über einen Kaktusbaum was gelernt. Der wächst bestimmt nach. Deswegen lassen wir das dran. Jetzt dürfen wir aber auch schon genug Holz haben, oder? Da rennt sie wieder, die Katze. Miau. So, dünner Faden brauche ich zweimal. Und das Einzelbett kann ich jetzt auch herstellen. Sehr schön. Und wir haben jetzt lässige Schuhe gelernt. B ist für Tasche. Guck mal, da. Ausgerüstet. Ah ja. Na, aber schlafe ich jetzt einfach hier so mitten in der Pampa? Bett einrichten. Okay. Also ich kann jetzt schlafen. Ich habe jetzt ein Bett. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Das ist da hinten ein Gegner. Nee, ich glaube nicht. Ich wollte mein Schwert mal ausprobieren. Da. Das ist bestimmt ein Gegner. Die schmeißt! Daneben, du! Himmel! Ha! Bam. Ich habe ein Kackhäufchen bekommen. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe einen Sandwurm gesammelt. Warum trittst du die Pilze kaputt? Also das Kampfsystem ist ganz anders wild, bin ich ganz ehrlich. Aber okay. Also wir müssen unsere Werkstatt jetzt auf Stufe 5 verbessern. So unangenehm es auch sein mag, Tierexkremente können als Dünger für den Anbau deiner Pflanzen verwendet werden. Naja. Die Stämme, die für den Anbau der Wüstenpilze verwendet werden, müssen sorgfältig gepflegt werden, um Pilze zu produzieren.
Die Dornen des Kaktus können nach der Verarbeitung als Rohstoffe für medizinische Materialien und Kunsthandwerke verwendet werden. Oregano. Mhm. Okay, ich verstehe. Wofür sind die? Für die Teilnahme an Festivalaktivitäten. Ah, das war das, wo wir jetzt die Dings für gekauft haben. Das sind diese Sterne. Okay, ich verstehe es. Langsam, aber sicher. Es ist doch trotzdem kompliziert. Sagen wir so. Ich würde jetzt einfach hier nochmal ein bisschen sammeln. Und da wir aber bei 45 Minuten sind, mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr dürft ein bisschen Liebe da lassen. Däumchen hoch, kommentieren und vor allen Dingen abonnieren hier, ne? Gar kein Problem für euch. Das ist nur ein kleiner Klick und hilft mir unendlich viel weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, YouTube. Haut rein.